Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 16. Letzte Folge haben wir Garudas, Abspaltungen, Surpana und Shirada bezwungen. Sid hat auch ein bisschen hier aufs Maul bekommen, aber der hält jetzt Wache. Und wir flitzen jetzt Garuda hinterher. Oder eher Benedicta, sagen wir es mal so. Den Dominus von Garuda. Wo muss ich lang? Da hinten. Gut, dann erstmal hier reingucken. Ah, eine Kiste. Einen Meteorstein. Das ist ja praktisch. Hm? Willst du gestreckt werden? Nicht? Gar nicht? Na gut, dann halt noch nicht. Sie muss hier irgendwo sein. Blutige Haut. Was haben die mit ihrer blutigen Haut? Also. Gunst des Feuers für Feuerwall. Einen Supertrank. Okay. Nix. Einen Heiltrank, den wir da instant benutzt haben. Wir haben Befehl zum Rückzug. Heilmagie. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete in ihrer Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich, Gegner, die Heilzauber verwenden, zuerst ab auszuschalten. Ein kaiserlicher Verstau. Und tschüss. Hast du meinen Hund wehgetan? Spinnst du? Das war's. Niemand tut Hundi weh. Geht's dir gut? Ja. Fein. Fein. Ich kann ja nicht streicheln. Ist hier Streichelverbot? Wie gemeint. So, da ist nix. Dann den endlosen Turm nach oben. Zwei Gil, die jetzt noch liegen lassen können. Da geht's nicht durch. Ui, da sieht man mal diesen riesigen Mutterkristall. Also einen. Sieht ja beeindruckend aus. Ich bin schon fast oben. Vor Sonnenaufgang sollen wir weg sein. Wo kommen die alle her? So. So, ein Heiltrank war hier. Gut, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Oh, hallo. Da hinten ist der Heiler. Das gibt's doch nicht. Ganze Zeit gesucht.
schon weg. So, dann sind wir hier anscheinend richtig. Guck mal nochmal draußen, ob da irgendwas war. Nee, nur ein paar Leichen und so ein Stein. Noch mehr Leichen? Gott, muss es hier stinken. Oh, hallo, du schon wieder. Zeig's ihnen, Großer. Da sind noch mehr da. So langsam. Das war. Schnell, meine Wunden. Ich muss das schnell beenden. So, Körper brauchen. Der war ja lästig. Gut, langsam werden die Kämpfe auch etwas anspruchsvoller, das finde ich gut. Mein Ausweichtalent wird allerdings nicht besser. Ist schlecht. Der grüne Turm. Wo ist der denn bitte grün? Überall. Und tschüss. Seid ihr und tschüss. Danke. So, da ist auch alles tot. So, nochmal ein Heiltrank. So, wir sind da. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich,
zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Komm, mein Lämmchen. Auf die Schlachtbank mit dir. So, dann endlich gegen sie. Knapp vorbei. Zeig sie ihm, Großer. So laut du willst. Niemand kann dir mehr helfen. Das wirst du bezahlen. Niemand tut Hundi weh.
So, jetzt geht's aufs Maul. Leg dich nicht mit Hundi an. Mein Gott, ist der aggressiv. Na. Gut gemacht, Thorin. So, jetzt gib endlich den Geist auf. Zeig's ihm, endlich. So, Benedikta ist bezwungen. Und wir sind Level 16 geworden. Wille des Feuers Lohn schwingen. Wirkt und Meteorstein, 2 Stück. Wie kann ein Träger? Nein! Wieso lebst du noch?
Ich sag dir warum, Benedicta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Clive? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady! Wir brauchen euch doch! Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh, oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sturmzeichen.
Die Macht des Windes. Clive hat sich ein Stück der Essenz Garudas einverleibt. Das Beschwören von Garudas Kraft ändert sich nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Krallentanz, einen wahren Wirbel tödlicher Krallenhiebe. Mehr Details findest du unter dem Reiter Fertigkeiten. Mit Garudas Esper-Kraft Fatale Umarmung kann Clive kleine und leichte Gegner zu sich heranziehen. Größere Gegner können umgeworfen werden, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% gefallen ist und sie dadurch in Schwanken geraten sind. Umgeworfene Gegner kann leicht viel Schaden zugefügt werden. Esper wechseln. Drücke L2, um zwischen deinen Espern zu wechseln und auf diese Weise deine Angriffe zu variieren. Abklingzeiten für Esper-Fertigkeiten sind an der runden Leiste, um das entsprechende Symbol im Fertigkeiten-Widget zu erkennen. Die Verfügbarkeit der Fertigkeiten anderer Esper wird durch die farbigen Punkte rechts oben im Widget angezeigt. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber hast du sie jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir. Bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Das ist ja mal interessant. Gut, dann gucken wir mal eben wegen den Fertigkeiten. So, Garuda einverleibt. So, 531 Punkte haben wir. Wir haben hier Krallentanz, Fatale Umarmung, Orkanrad und Rochade. Mache einen Satz rückwärts und stimme gleich darauf für eine Konterattacke nach vorne. Erfolgreiches Ausweichen oder gegnerische Attacke durch den Rückwärtssprung verstärkt. Gut, das nehmen wir mal mit. Gut, und mehr können wir noch nicht. Gut. Zack. Na, erstmal gespeichert. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, was Garudas Fertigkeiten so hergeben. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Komm zu mir, Ifrit!